Hallo Leute, weiter geht's mit Spellforce. In der letzten Folge konnten wir oder wurde unser Turm aufgewertet. Wir haben sogleich einen neuen Lehrling hier rekrutiert und mit dem sind wir jetzt nach hier unten unterwegs. Wir wollen hier ja seine Loge bauen. Jetzt auch schon einen Zirkelmarker breit gemacht. Das Ding ist, wir sind schon wieder im Kalten Krieg mit einem. Wir wissen leider nicht, wo denn sein Hauptturm ist. Und da würden wir doch mal bestimmt einen kurzen Besuch dem abstatten. Aber das scheint relativ weit weg zu sein. Also wir haben halt wirklich keinen Dunst, wo denn sein Gebiet ist. Der hat gefühlt irgendwie überall Türme. Runter hier. Könnte sein, dass der irgendwo vom Südosten auskommt, aber also da unten hat er einen Turm und hier oben im Norden hat er halt auch einen Turm. Das ist wirklich nur Spekulatius hier von mir. Hier ist der blaue. Der Schmied Iria ist, das ist die grüne. Runter hier ist Krim der Schmied. Den hatten wir relativ zeitnah. Der ist der hellblaue. Ah, okay, okay. Ah, mal gucken. Also ich entweder weit im Südwesten oder halt irgendwo hier oben. Ganz weit im Südosten oder im Westen, naja. Wissen wir im Moment nicht. Zurzeit ist es ja in Anführungsstrichen auch nur ein kalter Krieg. Der würde aber trotzdem immer wieder Truppen zu uns schicken. Mal gucken. Erstmal Runde beenden. Boah, gerade den Schreck gekriegt, dass der unseren Turm angreift, aber kann er ja gar nicht. Nach da unten bitte. Wir müssen halt versuchen, unten bei den Menschen ein paar stärkere Einheiten zu rekrutieren. Wir können halt nur Goblins rekrutieren zurzeit. Ich hatte mal gesagt, wollen wir mit der Armee nach oben? Diesen Allfeuerknotenpunkt da für uns gewinnen. Mit der Armee wollten wir nennen. Eine Loge bauen hier bei Alluvarn, damit wir das weiter nach oben bringen. Da geht's nicht weiter. Was machen wir mit den Einheiten? Die kommen halt nicht hinterher, wisst ihr? Vielleicht schicken wir da mal kurz einen rüber. Oh, okay. Runter hier, glaube ich, ist das. Der tägliche Marsch eurer Truppen wird von Rohens gläserner Gestalt unterbrochen, die vor euch erscheint. Entschuldigt die Verzögerung, ich habe ein Angebot, das ihr nicht leichtfertig ablehnen können solltet. Vielleicht können wir ja den Kalten Krieg noch ein bisschen hinauszögern. Meistens will der immer Geld haben. Iria, meine geschätzte Kollegin, besitzt die Dreistigkeit, eine der Minen zu beanspruchen, die ich bereits vorgemerkt hatte. Sie sagt, es geschehe im Namen des Friedens, aber das Gemetzel, das sie angerichtet hat, spricht eine andere Sprache. Zahlt es ihr mit gleicher Münze heim und ich werde dafür sorgen, dass es sich für euch lohnt. Was sagt ihr? Ach, Scheibenkleister. Ich dachte, ihr hättet Krieger, die ihr in den Kampf schicken könnt.
Ich werde sofort meine Truppen entsenden. Oder ich werde Irias Zorn nicht auf mich ziehen. Sucht euch jemand anderen. Wir sagen mal das Erste. Das ist wahr, aber andere Mitglieder des Zirkels zu verärgern ist äußerst riskant. Ach so, ja, schön. Und wir sollen die aber verärgern. Außerdem sind meine Truppen dort, wo sie sein sollten. Und dies ist nur eine kleine Unannehmlichkeit. Würdet ihr darüber nachdenken? Er zieht eine dicke Schriftrolle aus seiner Tasche. Obwohl man nicht viel entziffern kann, reicht ein Blick, um zu erkennen, dass er einige Zaubersprüche als Gegenleistung für eure Hilfe anbietet. Wir nehmen es erstmal an, ob wir es machen, sei mal dahingestellt. Na klar, ausgerechnet dort. Das ist ja eine Riesenversuchung hier für uns, das jetzt mit der Armee zu machen. Hier wollten wir noch Weißschaden raushauen. Lasst euch hier von dem Mana nicht täuschen. Wir haben gerade so eine Woche, wo wir 20 Mana Unterhalt frei haben. Also eigentlich machen wir bloß noch plus 9. Wir können uns nicht wirklich viel mehr leisten. So ein Wächtergeist bzw. so ein Irrlicht brauchen wir dann relativ zeitnah noch, wenn wir hier oben diesen Allfeuerknotenpunkt für uns besetzen wollen. Wie hat mir das überhaupt verteilt? Ja, alles auf Mana. Das ist krass, oder? Beenden wir die Runde. Runter hier schmiedet Pläne gegen euch. Ganz toll. Der blöde Sack. Dann würde er bald seine Armeen gegen unseren Turm ausschicken. Wem hatten wir? Den hatten wir das gegeben. Okay, Bergziege, dass wir die anderen Einheiten rüberholen. Man kommt ja wahrscheinlich gar nicht von hier unten ran, oder wie? Die müssten außen rumlaufen. Oh nö. Da wimmelt es ja nur so von gegnerischen Truppen. Ach, das nervt. Ehrlich gesagt, das nervt richtig. Gehen wir noch ein Stückchen näher ran. Sechshunderter Armee, Leute. Die haben auch selbst Golems. Super. Elementare Resistenz, elementare und weise Resistenz. Und elementare Resistenz. Alles extrem starke Nahkämpfer. Also die hier, das sind nur Rang 1 Dämonen. Extrem langsam kommt die voran.
Elementare und weise Resistenz und das sind Rang 3 Bestien. Wow, die sehen aber auch eklig aus hier. Elementare und physische Resistenz und können Meteor beschwören. Das klingt nach AOE-Schaden, Meteor. Wir testen es mal, ob die uns angreifen, wenn wir hier langlaufen. Und unseren Turm bewegen wir. Ist runter hier selbst, oder? Will der unseren Turm dort angreifen? Entscheidende Niederlage. Da machst du nichts. Die sind uns haushoch überlegen, Leute. Das hat keinen Sinn, dass wir hier versuchen, uns mit denen zu messen. Wir sind einfach zu schwach da oben. Ach ja, Schutt hatten wir hier abgebaut. Fleischbrocken. Ja, passt. Lehrlingsloge wird geplündert. 471. Ja, das müssen wir versuchen zu unterbinden, weil die brauchen wir, die Lehrlingsloge hier. Und hier oben die Lehrlingsloge wird zerstört. Dann verlieren wir hier oben diese Formruine, aber die ist sowieso bald leer. Damit können wir leben. Was ist aber hier mit dem? Runter hier. Level 3 Hüter-Einheit. Der schickt die zu uns, oder? Die Armee. Rang 2. Zwischen Rang 1 und Rang 2 Einheiten. Oh Mann, und auch nochmal eine Rang 3 Einheit. Also, pfoh. Heftig. Bin gespannt, wo der hinmarschiert mit der Truppe. Hier müssen wir angreifen, ob wir wollen oder nicht. Knapper Sieg. Das kriegen wir doch besser hin, oder? Das sind halt wieder diese Maulwürfe, die übel schnell an uns ran sein können. Wir beginnen mal die Schlacht und machen die manuell. Hätten wir uns schenken können, weil die kommen mit einmal an uns ran. Das ist so nervig. Dann blockieren die unsere Fernkämpfer und Ende im Gelände. Seht ihr das? Wir können also gar nichts dagegen tun. Total dumm. Ach Mann. Ja. Eisiger Griff, das ist ja unser neuer Lehrling. Mal schauen, wie lange der hier überleben wird. Wir müssen erstmal mit unserem Golem was unternehmen. Attacke! Brennend, sehr schön. Sechs Fokuspunkte haben wir. Fügt 26 Elementarschaden einer feindlichen Einheit in 5 Reichweite gegen eiserner Griff. Außerdem verwurzelt. Fügt es hinzu. Da stehen schon zwei dicke Maulwürfe neben uns. Das bringt gar nichts, ja. Wir werden mal niedere Dämonen beschwören. Was? Blutung?
Wir bekommen Blutung, weil wir die niederen Dämonen beschwört haben, oder was? Stand aber nicht mit dabei, oder? Doch, fügt den Anwender zweimal Blutung zu. Toll. Heilende Spuren raushauen. Oh. Angreifen können wir uns ja knicken. Das können wir vergessen. Berserkerpilze. Einheiten, die man hier beschwört, kann man nicht sofort in die Schlacht schicken. Wusste ich auch nicht mehr. Das war's. Mach's gut, Goblin-Germane. Das war der Blutungsschaden, den wir da abbekommen haben. Können wir flankieren hier? Machen wir. Was haben die drauf entzündet? Minus 50% Elementarresistenz. Aha. Scheint eine Eigenschaft von den Dämonen hier zu sein. Entflammende Berührung. Mal Blatt her. Können nichts machen mit denen. Könnten die angreifen oder wird man selbst killen? Oi. Ihm könnte man noch mal so eine Dämonen beschwören oder diesen eisernen Griff machen. Wir machen eisernen Griff, aber auf die hier oben. Oi. Hä? Eiserner Griff und drauf. Jetzt geht's. We going? Können wir vernichten? Der Rest bleibt stabil. Wir müssen die Blatt machen, ja, es nützt nichts, auch wenn wir jetzt hier nochmal Schaden bekommen. Wie lange hält denn dieses Verwurzelt überhaupt an? Zwei Züge, schön. Das macht unseren Golem nix. Oi. Können wir hier nämlich mit Fernkampf arbeiten. Die sollten verbrennen in der nächsten Runde. Und hier machen wir mal gar nichts, in der Hoffnung, dass der da wenigstens oben überlebt. Ich kotze ab, Leute, ja. Also ehrlich, so ein Mist.
dachte, das wäre noch eine Runde auf die drauf, dieses beknackte Verwurzeln. Scheibenkleister, ey. Jetzt können wir mit dem keine Loge da unten erstellen. Ach. Läuft gerade nicht alles so nach Plan. Knapper Sieg, ja. Mehr Leben nehmen wir noch mit. Was ist das? Giftige Berührung. Sandschleudern. Noch mehr Leben. Schwupps. Das einzige Gute ist, dass wir das halt jetzt hier verteidigt haben. Wir haben unsere Armeen irgendwie zu sehr aufgesplittet. Finde ich. Bräuchten halt richtig starke Truppen. Brauchen so eine Bergziege wieder. Die Klüve. Ansonsten kommen wir halt nicht rüber. Kann das teleportieren. Erlöscht beschwören. Luke hält wiederbeleben. Teleport 60 Mana. Da kriegst du die Tür nicht zu, ey. Wort des Widerrufs war preiswerter. 16. Zum Turm zurückrufen. Wie macht man das jetzt? Also mit denen hier oben kommen wir nicht voran. Die scheinen uns in Ruhe zu lassen. Das ist halt... Ja. Schaut euch das doch mal an hier. Ist doch nicht euer Ernst. 600er Armee, 600er, ja, es hat keinen Sinn mehr, dass wir mit irgendwelchen kleinen Truppen hier auf der Karte rumrennen, weil die Gegner halt hier immer stärker werden. Also da kommst du nicht dagegen an. Himmelseisenader, Schutt. Windkraut. Da können wir unsere Bewegung noch ein bisschen boosten. Da geht's nicht weiter, oder was? Doch, aber da kommen noch mehr Gegner. Aber nochmal dieses zwergische Windkraut. Ah, wir kommen leider nicht ganz bis hin. Schade. Wir vereinen die zwei Armeen hier. Müssen halt nur jemanden Bergziege geben. Bergziege Stufe 2. Da. Dreimal orange, dreimal grün. Ach, und schaut mal, Leute, die haben das endlich jetzt hier implementiert, wo ich schon von Anfang an sage, es wäre doch besser, wenn man die ganzen Zutaten nach Farben ordnen kann. Also hier Elementar, Tod, Leben, Arkan. Da haben sie, glaube ich, auch den Namen geändert. Das hieß vorher Wasser hier.
Aber das ist schon mal gut, dass sie das umgeändert haben. Himmelseisen brauchen wir da dazu. Brauchen wir auch nicht mal so viel Himmelseisen, krass. Da haben wir drei. Und jetzt noch dreimal grün. Nehmen wir das Auge rein und irgendwas. Hier, die Bandagen noch. Dauert halt drei Runden. Rang 3. Gepanzerte Menschen. Paladine. Greifen Rang 3. Wahnsinn. Das sind Truppen, was die hier haben. Klar, wir haben unsere Golems. Untote. Wir warten mit denen hier auf die Armee. Im Flug unseren Turm an. Aha, nicht schlecht. Super toll. Da haben wir keine Chance. Können wir automatisch abhandeln. Die bewegen sich. Da können wir uns auch mal zurückziehen. Wir kriegen an sämtlichen Fronten ins Gesicht her. Den hauen nehmen wir auch Reis aus. Die können wir eigentlich auflösen hier. Turm wird geplündert. Ja, wir können uns ja noch bewegen. Mit dem Turm. Wir hauen ab. Wir geben Fersengeld. Oh. Das ist ja auch neu. Seht ihr das? Also, das wusste ich noch nie. Die sind jetzt hier anscheinend im Turm drin. Na, dann müssen wir landen. Das war eine 521er Armee. 611. Dann müssen wir erstmal unseren Golem ein bisschen heilen. Und dann gehen wir da zum Angriff über. Wir können ja uns angucken, was der für Einheiten da drin hat. Weise Resistenz gegen weise Magie. Prozent Resistenz, was macht denn der her? Ebenfalls weißen Schaden. Wir müssen unseren Turm verteidigen, ansonsten ist das Game zu Ende. Nützt alles nichts. Die anderen beiden werden auch bald uns einen Kalten Krieg erklären. Das ist zurzeit unsere stärkste Armee hier.
Kriegen wir eigentlich die Verzauberung so los von denen? Heilige Waffenzauber. Wenn wir sagen, das wollen wir nicht mehr. Geht nicht. Oh. Wir laufen mit der Truppe dahin. Ich weiß, wir hatten Bergsiege gemacht, aber es ist mir... Also hier geht es halt wirklich um unsere Existenz. Und dann können wir eine gute Armee zusammen bauen hier, zusammen basteln. Wir gehen natürlich mit unserer stärksten Truppe rein. Also er geht hier noch mit rüber. Und dann noch ein Zauberschinder. Nehmen wir den, der Elementarschaden macht. Da sieht es doch schon ganz anders aus. Attacke! Nicht mit uns! Entscheidender Sieg. Wir würden nur zwei Goblins verlieren. Zwei Goblinschläger. Automatisch abhandeln. Wow, das war aber knapp hier. Ich hätte mir so in den Allerwertesten gebissen, wenn wir hier unseren Golem verloren hätten. Einer weniger. Also eine Armee. Bleibt hier dort. Können wir auch noch angreifen. Gehst mal wieder damit zurück. 537, hier wissen wir nicht, was da drin ist. Ja, die müssen sich erholen. Aber wir greifen hier an. Omo-Ruine ist erschöpft, ja. Die Lehrlingsloge wird ja zerstört und der Marktschatturm wird nicht mehr geplündert. Mal sehen, ob es das war oder ob da noch mehr Armeen von diesen ollen Rohunter hier unterwegs sind. Dann ja, basteln wir uns eine richtig schöne starke Armee zusammen hier. Das hat halt keinen Sinn mehr, dass wir mit diesen mittelprächtigen Armeen überall in der Weltgeschichte umherrennen. Das bringt's nicht. Leider. Die Zeiten sind vorbei. Woche der Konjunktion. Truppen. Spärlich, oder? Leute? Naja, gut. Mal gucken, wie es weitergeht. Oh Gott, schon wieder fast 34 Minuten um. Außerdem habe ich Kaffeedurst. Wenn euch die Folge gefallen hat, Däumchen nach oben, schmeißt was in die Kommentarleiste. Rechts oben und rechts unten gibt es wunderschöne Buttons, um diesen Kanal zu abonnieren. Würde mich tierisch freuen und ich hoffe, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye, euer Sahadu.